Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Market Update von IG. In der heutigen Börsensitzung stand die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank EZB ganz oben auf der Agenda. Erwartungsgemäß drehten die Währungshüter nicht erneut an der Zinsschraube. Kurz nach Bekanntgabe der wöchentlichen Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA kam Bewegung in den Markt. In der Vorwoche wurden mit 287.000 überraschend weniger Gesuche auf staatliche Unterstützung gestellt. Die Marktteilnehmer hatten mit 297.000 Anträgen gerechnet. Auslöser für die zunehmende Kursdynamik in den Nachmittagsstunden war jedoch die Pressekonferenz der EZB. Zwar verwies Mario Draghi auf den Kauf von Kreditverbriefungen, den sogenannten APS, sowie Pfandbriefen, allerdings wurden keine Volumina genannt. Die Finanzmärkte werteten dies als Enttäuschung. Kurz vor dem verlängerten Wochenende baut der DAX seine Verluste aus und notiert zur Stunde mit 9.306 Punkten um 0,9% unter dem Vortageswert. Der Euro-US-Dollar konnte bislang die Marke bei 1,26 verteidigen. Kaum verändert zeigt sich momentan der Goldpreis. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handel mit IG.